Hallo Leute, ich komme zur Folge S19 auf der Hof Bergmann. So, wir haben ein paar neue Maschinen. Ich habe den schon jetzt verkauft, den schon Dreher, den großen. Und habe den gegen so einen Glas Mega ersetzt. Der ist natürlich auch ausreichend für uns. Hab den 7er Deutz, was ich glaube, den verkauft und gegen einen 7810 ersetzt. Finde ich jetzt ein bisschen, also das passt ein bisschen besser auf den Hof. Der 7er, der war schon ein bisschen arg groß. Sonst hat sich eigentlich nichts verändert. Ne, sonst hat sich ja nichts verändert. Und der gleich mal zum Einsatz der Klasse, der kann dann gleich mal die Sonnenblumen ernten. Da müssen nämlich auch schon alle Felder geerntet sein, wenn das auch runter ist. Dann können wir schon ansehen. Den 6M muss ich umsetzen mit dem Grubber. Und das Sonnenblumenfeld muss noch gekalkt werden. So. Das ist so laut hier. Mein eigenes Wort nicht. So, fahren wir dann noch den Fan zurück. Der flüht hier schön, ja, das klappt doch. Wenn auch zurückfahren, da hat er eine Bahn vergessen. Na, egal. Kann er auch umfliegen. An Sojabohnen habe ich schon rübergefahren ins andere Silo. Müssen noch gucken, dass wir noch den Raps rüberfahren. Der müsste nämlich auch da drin sein. Und dann können wir das Silo eigentlich schon wieder verkaufen. Das, was wir hingestellt haben. Haben wir da Platz? Dann können wir da vielleicht eine Halle oder irgendwas hinstellen. Mal gucken. Geht schon was hinten, was man da hinstellen kann. Wir haben den John Deere dann weitermähen. Aber der hat so einen geilen Sau, der John Deere. Das ist. Boah. Also der ist echt nicht schlecht. Der Sound. Da kann man mal nichts sagen. Der Sound ist im 19er echt so ein bisschen. Naja. Wenn ich dann 17er Gumsing denke, mit meinem 73 Premium da, mit Gearbox, das war schon. Also, die Sounds im 17er, die waren echt Bombe. Also, die waren echt Hammer. Besonders mit Gearbox. Ach, 73 Premium, das ist echt Hammer. Die Sounds waren, wie schlecht die jetzt wirklich sind. Wie der 19 mal rauskommen ist und die haben dann so geschrieben, oh ja, Sounds sollen sich verbessern und alles. Da habe ich nur gedacht, hey, was wollen die denn an den Sounds verbessern? Die Sounds, die waren perfekt. Naja. Ist halt so, was willst du machen, ne? Sounds waren echt perfekt, finde ich. Mit Gearbox. Kannst nichts sagen. Da sollte nur Raps drin sein, sonst nichts mehr. Ich weiß. Also nicht. Raps drinne. Ja, ist ja nur Raps drinne. Zweimal fahren. Geht in der Reihe, zweimal fahren und ist leer. Ja. Und dann kann er euch den Sound von John Deere hören. Ja, ist echt geil. Ein typischer John Deere Sound.
Von den alten. Die neuen, die sind ja auch nicht mehr so. Die machen ja auch noch, die summen ja auch nur noch, aber früher echt die alten, die waren echt. Muss nichts sagen. Wie bei den alten Jollern, die Sounds, die waren auch echt geil. Heute ist es ja alles rum. Wenn es wenigstens 19 oder so wäre, wenn du aufs Gas drückst und wenn er dann sofort ansprechen würde und ja, das war dann sofort so, weiß ich, wie ich sagen soll, aber wenn man drauf drückt, dass der Motor dann sofort um den Drehzahl hochgeht, wenn das so wäre, wäre das auch schon geil. Aber das ist ja alles so träge und wenn ich jetzt drauf drücken könnte, dann so richtig 2000 müssen wir Umdrehungen geben, ne? Aber es geht ja nicht. Wenn das gehen würde, das wäre schon cool. Sicherlich, wieso die das nicht hinkriegen. Hier ist es. Was ist denn das Silo? Nicht da. Ah, hier. Weg mit. Weg mit dem Müll. So, machen wir das noch schnell ein bisschen gescheit. Kann man eigentlich eine kleine Abstellfläche machen, oder? Warum nicht? Gras hin. Kann man da Hänger hinstellen oder so. Wenn man mal keinen Bock hat zum Einparken. Ganz cool eigentlich. Perfekt. So. Da hinten das Eck. Mal ein bisschen Grün machen, das sieht schon wieder zu. Wieder alles zu genau hier. Muss ein bisschen verwachsen sein. Oh, da kann man an der Seite Hänger hinstellen und gut ist.
sehe immer die Einfahrt nicht. Katastrophe. Oh, schnell abladen. Was haben wir denn drinne von dem Zeug? So, ja, 58. Müssen 23 sein. 24er, 25er. Okay, 27. Ein paar Sonnenblumen kriegen wir auch noch. Das ist ja ein bisschen was, ne? Wenn wir das alles verkaufen, gibt's schon ein bisschen was. Da steht er. Das nächste Mal. Dann essen wir wieder den hier ins Müllwerk. Wenn man langsam fährt, hört man davon nichts. Ich finde das ein geiler Sound. Geh ich ab. Der ist so geil, der Sound. Boah, wenn man da richtig laut macht, Lautsprecher, das ist schon, boah. Was geht's ab? Aber das zieht er. Kein Problem. So Leute, das ist aber auch von der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo lassen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.